Voilà! Wissen Sie, wen Sie jetzt an Ihrer Käsetheke treffen können? Mit würzigen Kräutern und frischer Milch aus dem Périgord? Natürlich Le Tartare. Neu an der Käsetheke. Bon Appetit. Le Tartare. Der frische Franzose. Excellent. Immer wenn der Hunger kommt, helfen Grazia Novo Schlankheitstropfen von Ihrem Apotheker. Dankeschön. Mit doppelter Essbremse auf Kräuterbasis. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ich begrüße Sie zum ProSieben-Tagesbild, meine Damen und Herren. Zunächst ins Ausland. Die Sowjetunion soll zu einem Bund souveräner demokratischer Staaten werden. Präsident Gorbatschow und 7 der 12 Republikspräsidenten haben die Beratungen über einen neuen Unionsvertrag abgeschlossen. Das Abkommen wird auch die Funktion einer Verfassung erfüllen. Gorbatschow hatte zuvor mehrfach mit seinem Rücktritt gedroht, falls der Vertrag nicht zustande käme. Iwan Silajew, bisher Chef des Wirtschaftskabinetts, wird neuer sowjetischer Ministerpräsident. Im blutigen Bürgerkrieg in Jugoslawien glimmt wieder ein Funken Hoffnung. Nach Serbien und Kroatien hat auch der jugoslawische Verteidigungsminister Kadejewitsch dem Einsatz von UNO-Truppen und einem sofortigen Waffenstillstand zugestimmt. Nach einem Gespräch mit Kadejewitsch zeigte sich der EG-Chefvermittler Lord Carrington allerdings nur mäßig optimistisch. Immerhin sind bisher 12 Waffenstillstände ohne Wirkung geblieben und die Vereinten Nationen haben es abgelehnt, über eine UNO-Truppe zu beraten. Die Gefechte in den kroatischen Kampfgebieten gehen unterdessen weiter. Vor allem in den Straßen von Vukovar wird nach wie vor um jeden Meter erbittert gekämpft. In der Adria-Hafenstadt Dubrovnik hält die seit gestern Mittag ausgehandelte Waffenruhe. In der Früh verließ eine Fähre mit über 4000 Flüchtlingen den Hafen Dubrovniks. An Bord sind auch die letzten EG-Beobachter. Weder Frankreich noch Deutschland wollen einen Alleingang bei der Anerkennung der jugoslawischen Republiken. Mit diesem Ergebnis ist der erste Tag der deutsch-französischen Konsultationen zu Ende gegangen. Frankreichs Präsident Mitterrand, Premierministerin Cresson und 13 Fachminister waren gestern Nachmittag in Bonn eingetroffen. Mitterrand und Kohl wollen sich vor allem über den bevorstehenden EG-Gipfel in Maastricht absprechen. Beide Politiker stellten Übereinstimmung in allen Schlüsselfragen einer EG-Reform fest. Ein Kompromiss mit Großbritannien sei immer noch möglich, hieß es. Weiter geht's mit Innenpolitik. Der Bundesetat für nächstes Jahr steht. Der Haushaltsausschuss des Bundestages einigte sich am Abend darauf, die Neuverschuldung um 5 auf gut 45 Milliarden Mark zu kürzen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hatte gestern in Bonn in seinem Jahresgutachten einen Sparkurs gefordert. Kanzler Kohl betonte, dass die Bundesrepublik trotz abgeschwächter Konjunktur nunmehr ins 10. Jahr einer nach oben gerichteten wirtschaftlichen Entwicklung gehe. Den Prognosen des Sachverständigenrates folgend nimmt das Wirtschaftswachstum 1992 leicht ab. So soll das Bruttosozialprodukt von 3,5 auf 2% im kommenden Jahr fallen. Die Inflationsrate steigt dem Gutachten zufolge von 3,5 auf 4%. Zugleich nimmt die Arbeitslosigkeit zu, im Westen leicht von 5,5 auf 6%, im Osten drastisch von 10,5 auf 16%. Das bedeutet über 300.000 weitere Entlassungen. Dennoch sieht der Rat einen Silberstreif am Horizont. In den neuen Bundesländern, meinen wir, ist diese Talsohle durchschritten und wir befinden uns jetzt auf einer zunächst noch leichten Aufwärtsentwicklung, die natürlich gestärkt werden muss. Und hier sind vor allem die Wirtschafts- und Finanzpolitik des Bundes gefragt. Kritik übten die Gutachter vor allem an der Finanzpolitik des Bundes. Das Ziel der Geldwertstabilität sei sträflich vernachlässigt worden. Notwendig seien deshalb strengste Ausgabendisziplin und ein Verzicht auf weitere Steuern- und Abgabenerhöhungen. Theo Weigel wird es nicht gerne hören. Mehr Geld für die Rentner in Ostdeutschland. Das Bundeskabinett hat eine Erhöhung der Bezüge um 11,5% zum 1. Januar beschlossen. Damit erreichen die Ostrenten 56% des Westniveaus. Außerdem will Bonn die Rentenkasse entlasten. Das Pensions- und Rentenalter soll heraufgesetzt werden. Die Umweltschäden in den deutschen Wäldern werden immer bedrohlicher. Das stellt der Waldschadensbericht 91 fest, den Landwirtschaftsminister Kiechle gestern in Bonn vorgelegt hat. Die Bundesregierung wird ihre Bemühungen zur Verringerung der neuartigen Waldschäden bzw. zur Erhaltung der Wälder konsequent fortsetzen, auch wegen der Gefahr der Klimaänderung.
Wie die Bemühungen der Bundesregierung genau aussehen sollen, wurde nicht verraten. Von Tempolimit zum Beispiel keine Rede. Währenddessen stirbt der Wald leise. Und wie man das erkennt, erklärt Förster Hagspiel. Wenn Sie hinschauen, da sehen Sie auf der linken Seite, die Eiche, die hat noch das Laub und dürfte noch einigermaßen gesund sein. Die rechte, da sieht man es ja schon, die dürren Ästen, die ist schon schwer geschädigt und wird allmählich absterben. Allmählich abgestorben sind in Deutschland schon riesige Waldgebiete. Die Wälder im Nordwesten sind bisher vergleichsweise glimpflich davon gekommen. 43% sind geschädigt. Im Südwesten sind 66% der Bäume betroffen. In den neuen Bundesländern sterben 73% der Bäume, die Hälfte davon ist schon so gut wie tot. Die ostdeutsche Industrie blies 1990 ein Drittel weniger Schwefeldioxid in die Luft als in den vorherigen Jahren. Der Landwirtschaftsminister lobte diesen Fortschritt. Trotzdem, 3,5 Millionen Tonnen Schwefeldioxid haben den ostdeutschen Wäldern sichtlich zugesetzt. Ein ehemaliger Sprecher der schleswig-holsteinischen SPD ist als mutmaßlicher Stasi-Spion enttarnt worden. Der 46-jährige Journalist, zurzeit Fernsehredakteur beim NDR, hat jahrelang in der Kieler SPD-Parteizentrale gearbeitet. Er war der persönliche Referent des ehemaligen Landesvorsitzenden Günther Jansen und kannte auch den jetzigen SPD-Chef Björn Engholm gut. Das Bundeskriminalamt hat bereits einen Haftbefehl ausgestellt. Doch der Ex-Spitzel macht gerade Urlaub im Ausland. Fast 3 Jahre nach dem Lockerbie-Attentat haben die schottische und die amerikanische Justiz Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Täter erlassen. Am 21. Dezember 1988 war über der schottischen Ortschaft Lockerbie ein Jumbojet abgestürzt. Eine Bombe riss die 259 Insassen des Pan Am-Flugs in den Tod. 11 weitere Menschen wurden von Trümmerteilen erschlagen. Kurz vor dem Weihnachtsfest 1988 erschütterten diese Bilder die Welt. Ein Sprengsatz hatte Pan Am Flug 103 in 11.000 Metern Höhe zerfetzt, Teile der Maschine auf eine Fläche von mehr als 1.300 Quadratkilometern verteilt. Keiner der 259 Insassen hatte eine Überlebenschance. Die USA und Schottland haben jetzt Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Attentäter erlassen, 2 hochrangige libysche Geheimagenten, deren Auslieferung gleichzeitig gefordert wurde. Ein kleines Stück des Zeitzünders, nicht einmal so groß wie ein Fingernagel, brachte die Experten auf die heiße Spur. Der Schweizer Hersteller hatte nämlich eben solche Zeitzünder dem libyschen Geheimdienst verkauft. Fest steht allerdings auch, dass die beiden Libyer nur Ausführende eines Gewaltaktes waren, der möglicherweise sogar von Revolutionsführer Gaddafi befohlen wurde. US-Justizminister William Barr meinte daher nicht ohne Grund, wir werden nicht ruhen, bis wirklich alle Verantwortlichen vor Gericht stehen. Duell der deutschen Tennisasse bei der offiziellen Weltmeisterschaft. Boris Becker ist am Abend in Frankfurt die Wimbledon-Revanche gegen Michael Stich gelungen. Becker schlug seinen Davis-Cup-Kollegen nach 1 Stunde und 26 Minuten mit 7:6 und 6:3. Der Leimener kann damit immer noch das Halbfinale erreichen, Stich nicht. Zuvor hatte der Amerikaner Pete Sampras seinen Landsmann Andre Agassi in 3 Sätzen besiegt. Wir kommen zum Wetter. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 4 bis 2 Grad. Am Tag scheint dann bei wechselnder Bewölkung zeitweise die Sonne. Nur vereinzelt gibt es Regen oder kurze Schneeschauer. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 9 Grad. Und die weiteren Aussichten: am Wochenende wird es deutlich kälter. Das war's im ProSieben-Tagesbild. Die nächste Sendung sehen Sie um 1.20 Uhr. Bis dahin einen angenehmen Abend. Die Leute ärgern sich dauernd über dich. Manche davon sind mächtig böse. Wie sagt man "Ich liebe dich" in Zeichensprache? Man sagt es mit den Augen und lässt die Hände in der Tasche. Voilà. Ich mag Leute mit einem Hang zur Dramatik. Und sie hat Willis ermordet, das werde ich beweisen. Von den Sorgen der Menschen lebt meine Branche. Es würde mehr Talent erfordern, als sie haben, den Abzug zu ziehen. Ja!